Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero Zero. Und ja, ihr seht schon, was passiert ist. Ich habe das Ganze jetzt im Vollbildmodus. Naja, nicht ganz im Vollbildmodus, aber immerhin noch mit den Rahmen an den Seiten und halt im Internetbrowser, so dass man oben halt auch noch sehen kann am Internetbrowser hier, wie lange zum Beispiel die Zeit vom Training hier abläuft. Und der Mauszeiger wird auch angezeigt. Und zum Beispiel auch, ja, alle anderen Sachen werden dann so angezeigt da oben, was dann so halt an Zeit abläuft. Finde ich sehr toll. Und das Ganze zu dem Punkt, zu dem ich auch heute zuerst komme, die Entkopplung zum Browser. Ja, das Ganze, die Entkopplung zum Browser, habe ich deswegen gemacht, da ich nicht mehr so, sage ich mal, abhängig sein wollte von Steam. Denn ja, es ist irgendwie einerseits wegen diesem Vollbild war mir das sehr wichtig und andererseits habe ich mir so gedacht, ja, Steam, ja gut, da benutze ich ja eigentlich, also ich nutze es ja eigentlich so tagsüber Steam gar nicht oder ich zocke auch gar nicht so viel, nur halt Hero Zero so nebenbei immer klicke ich den ganzen Tag halt öfter auch mal durch, aber ich sage jetzt mal, zocken tue ich dann wirklich nur abends und mache meine Aufnahmen und sonst zocke ich ja gar nicht mehr groß. Und deswegen dachte ich mir, das Ganze auch irgendwie über den Browser hier zu machen, das finde ich irgendwie auch mal ganz schön. Und deswegen habe ich mich für diese Entkopplung halt entschieden. Ja, so, wir gucken mal weiter. Heute im Team, bevor ich vorhin offline gegangen bin, da hatte ich noch mal kurz 15 Energie verspielt zum Abend hin, da ich nämlich noch ein bisschen was von heute Mittag über hatte und von heute Morgen. Und da kam dann jemand mit ins Team hinein, der heißt Batzi, ist, denke ich mal, ein männlicher Spieler, Stufe 178. Ich weiß gar nicht, wo er herkommt und wer ihn eingeladen hat. Also, ich weiß nicht, ich hatte auch mal zwischendurch jemanden eingeladen, aber ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen an dich, Batzi. Schön, dass du unser Team unterstützt und dass du dabei bist. Und was steht hier noch? Ja gut, weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat. So, hier haben wir noch eine Trainingseinheit für heute. Die können wir nochmal mitnehmen. Eigentlich wollte ich das nicht auf Intuition machen. Ich trainiere momentan eigentlich hier nur Grips. Da Grips jetzt wieder auch auf 8000 heute gekommen ist, dachte ich mir, komm, haust du noch ein bisschen mehr auf Grips drauf. Denn Grips und Intuition sind ja die beiden Werte, die ich wirklich, sage ich mal, in geraumer Zukunft als erstes auf 10.000 haben möchte. Und ja, hier ist es ja nicht mehr viel bei Intuition. Ja, und das ist ja sogar so schon bald auf 9.000. Und dann mal gucken, bis dahin haben wir auch die 100.000 eingelöst, denke ich mal. Bis dahin habe ich die zusammen noch bald. Und da kann man dann hier auch noch mal ein bisschen korrigieren von den ganzen Punkten her, wenn ich dann hämmer. Ja, mal schauen, wie das Ganze noch so kommt, würde ich sagen. Dann will ich mal gucken. Ja, der zweite Punkt, genau, da habe ich mir, ist mir aufgefallen, hier bei den Missionen und bei, oh, jetzt kommen gerade zwei Angriffe rein. Ah, ein verloren gegen Gerd. Und was hatten wir noch? Ah, noch ein verloren gegen HP Howard. Okay, gegen Champion Liga, nicht so schlimm. Was wollte ich sagen? Und zwar tauchen hier manchmal so kleine Fernseher auf. Schau dir ein Video an. Da könnte ich mir 30 Sekunden Video anschauen. Und da wird dann hier zum Beispiel in der Liga, werden einfach mal, kann ich dann kostenlos nochmal meine Gegner wechseln zum Beispiel. Oder bei Duellen ist es, glaube ich, auch so. Hier kann ich allerdings jetzt schon wieder einen Angriff starten. Das mache ich mal schnell hier auf die Vika, um noch ein paar Ehrenpunkte mitzunehmen hier. Wunderbar. Ja, oder ab und zu kommt diese Flimmerkiste auch hier und erscheint dann bei den Missionen, habe ich gesehen. Und wenn man sich dann 30 Sekunden dieses Video anguckt, dann tut das die Hälfte, 50% von der Mission halt wegfallen und ja, du kannst dann, brauchst dann nur noch die Hälfte warten. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich denke mal, viele kennen das schon. Ich kannte es noch gar nicht, als ich noch über Steam gespielt habe. Ich habe es heute erst kennengelernt so. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr praktisch. Und das kann man dann auch immer alle
Ja, so bestimmte Zeiten kann man das dann wieder machen. Also es ist jetzt irgendwie nach ein paar Stunden kann man es dann immer wieder die Flimmerkiste benutzen zum Beispiel und da irgendwie mal was so kostenlos mit überspringen. Finde ich eigentlich sehr nice gemacht. Und ja, da klickt man dann auch gerne mal drauf. So, noch eine Modifikation hier. Gucken, was das für eine war. Ich weiß es gerade gar nicht, ob die was Gutes macht oder was Schlechtes macht. Ah, immerhin eine blaue Modifikation. Jetzt gucken wir mal ganz genau. Aha. Naja, gut. Was ist denn das überhaupt für ein Gürtel? Da 700, da 100. Ja gut, macht noch ein bisschen, macht 100 auf jeden Fall von Kondition weg. Dafür hätte ich dann 100 mehr auf Grips. Ja, gut, dann hätte ich 60.000. Kondition, ist immer schwierig. Gut, von Intuition macht es nicht viel und da könnten wir eigentlich einbauen. 34 Punkte extra. Modifiziere ich einfach mal. Ist schon okay so. Kann man mit leben, würde ich sagen. Und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus hier. Ja. So, dann noch zum dritten Punkt des heutigen Tages, den ich noch ansprechen möchte, ist einmal das Wochenend-Casino. Da, das Casino in Gameplay City ist wieder da. Und ja, alle können wieder hier fleißig Sachen gewinnen. Und es haben auch schon viele fleißig Sachen gewonnen. Und ja, es gewinnen auch noch die ganze Zeit hier jeder fleißig Sachen, wie man hier sieht. Ja, kommt hier alle paar Sekunden eine Nachricht rein, der hat dies gewonnen, der hat das gewonnen. Ich verstehe gar nicht, wie die da immer so viel gewinnen können. Ich habe noch nie was, also ich, doch, ich habe schon was Gutes gewonnen, aber das waren mehr so Fähigkeitsbooster, Geld, Erfahrungspunkte. Also, ich glaube, ich kann mich nicht dran entsinnen, aber dass ich dreimal das Richtige gehabt hatte, also das ist auch wieder, weiß nicht, hatte ich glaube ich noch nicht gehabt. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Nun gut, ist auch nicht so schlimm, aber wenn man dann so sieht, was die ganzen Leute hier so Sekunden im Sekundentakt hier irgendwie durchgerattert bekommt, was die so gewinnen, da wird man schon echt neidisch. Also da möchte man gerne auch was von abhaben vom Stück Kuchen, aber tja, das geht leider nicht immer. Denn man muss ja auch diese Coin Points hier sammeln, die hier zum Beispiel bei den Missionen ja, die Coins, die Jetons muss man sammeln. Und ja, damit kann man natürlich dann die eintauschen. Und bisher war das Glück noch nicht so ganz auf meiner Seite. Mal gucken, vielleicht kommt es ja noch morgen oder irgendwann oder übermorgen halt. Ist ja leider nur dieses Wochenende. Ist schade eigentlich. Könnte ruhig länger gehen. Vielleicht hätte ich dann mehr Chancen, irgendwas zu gewinnen. Naja, gut. Das waren eigentlich auch. Verdammt. So, jetzt geht's, glaube ich, wieder. Ja, das waren auch schon wieder fast die. Irgendwie leichter Stimmenbruch. So, jetzt geht's aber. So, das waren eigentlich wieder die Punkte, die ich ansprechen wollte heute. Und dann wären wir auch schon wieder durch mit dem Video. Alle Neuigkeiten wieder euch nahegebracht und gucken noch mal kurz hier ins Wochenturnier. Ja, da ist unverändert. 25 Donuts werde ich sicher haben. HeroCon sind wir auch wieder auf dem 11. Platz. Und ja, wir sind wacker dabei. Einige haben ein bisschen was gemacht. Einige nicht so viel. Eigentlich wie letztes Mal. Hälfte ist aktiv, die andere Hälfte ist eigentlich gar nicht aktiv. Ja, und da sieht man es wieder, die Altbekannten sind halt da und sammeln ihre Punkte, ne? So ist es. Ich diesmal etwas höher dabei. Was mich wundert, ist irgendwie, letzte Woche war der Lukas Max, der war sogar mit dem Punkt noch vor mir dabei. Also, wow, Respekt an Lukas Max, wie er das gemacht hat. Das ist wirklich der Hammer. Aber dieses Mal, diese Woche, ich weiß nicht, er hat sich noch gar nicht blicken lassen. Wundert mich irgendwie, obwohl er auch schon angemeldet war und gemacht und getan hat, aber irgendwie nicht eine einzige Mission mitgenommen.
das ist schon irgendwie ein bisschen, kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, okay, vielleicht spielt er noch einen anderen Server oder sowas, kann ja sein. Ich bin mir da nicht sicher. Ich kenne die Leute ja nicht, wie, wo, wer, was noch alles so spielt. Daher, naja, gut. Aber immerhin, wir haben uns wacker geschlagen, sind hier auf Platz 11, trotz alledem. Und das ist natürlich sehr, sehr nice, muss man sagen. Und nun gut, dann werden wir mal schauen, was in nächster Zeit noch so weiter passieren wird. Ich freue mich natürlich auch schon wieder auf die nächste neue Woche, die dann kommen wird mit HeroCon und mal schauen, was da noch alles kommen wird. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Und ja, würde ich sagen, wäre es das eigentlich erstmal wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch erstmal wieder gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.